Übernachtet habe ich in Wörth bei Rauris und bin sehr früh zum Parkplatz Lenzanger hinaufgefahren. Seit kurzem kann man nicht mehr, wie früher, nach Kolmsegurn zum Naturfreundehaus fahren. Der Barbara-Fall. Und Blick vom Melcherboden ins Hüttwinkeltal und Rauris. Und schöner Blick in den ersten Sonnenstrahlen, der Sonnenblick, mein Ziel. Der Hochahn und der Ritterkopf und der Hüttenwinkel und Rauristal. Der große Silberpfennig und die verschneite Riffelhöhe. Und hier liegt schon das Naturfreundehaus Neubau auf 2175 Meter. Das nach einem Brand neu aufgebaute Niedersachsenhaus bei der Riffelscharte vom ehemaligen Rathaus aus. Blick von der Neubauhütte auf den Sonnenblick. Das Gipfelkreuz am Alteck. Und meine Fußspuren im frischen Schnee. Und jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen auf meinem Weg. Und Blick hinunter nach Kolmsegurn und zum Parkplatz.
Feuerhütte. Völlig ruhig hier. Kein Wind. Sehr warm. Wunderschön. Blick von der Rohjacher Hütte zur Dachsteingruppe bis zum Koppenkarstein. Der Sommerskitourismus am Wurtenkäs des 3122 Meter hohen Scharecks. Die Fraganterscharte, das Alteck und der Windischkugel, das riesige Vogelmeier-Ochsenkarkäs und der Drama. Die fast verloren und klein wirkende Rohjacher Hütte auf 2718 Meter. Mein weiterer Aufstieg über den 400 Meter hohen Südostgrat auf den Sonnblick. Rauris im Rauristal und im Hintergrund der Hochkönig. Je höher ich komme, wird der Grat immer schmäler. Hier sieht man schon den Gipfelaufbau des Sonnblicks und der Hochahn. Der Parkplatz und Kolmseigurn 1600 Meter tiefer und die Sonnblick-Nordwand bis zur meteorologischen Station am Gipfel. Der Großglockner und das neue Zittelhaus. Die alte und neue meteorologische Station und das alles auf 3105 Meter. Der Goldberg, nachdem die ganze Region als Goldberggruppe bezeichnet wird, und das Goldberg- und Vogelmeier-Ochsenkarkäs.
Bergsteiger gehen Richtung Pilatusscharte mit dem Abstieg nach Heiligenblut. Und der Großglockner. Der Johannesberg, der Fuscherkarkopf, der hohe Riffel, Breitkopf, Glockerin und das Wiesbachhorn bis zum Hohen Tenn und wieder der Hochahn. Das war ein schöner Blick über die hohen Tauern. Wieder das Rauristal bis nach Kolmseigurn. Mein Aufstiegsweg hier herauf. Und die Spitze des Scharecks. Abschied vom Sonnblick. Mein Abstieg geht zuerst über den Gletscher und dann wieder über den Südostgrat hinunter. Blick nach Süden bis zu den Karnischen Alpen, wo sich die Hohe Warte besonders hervorhebt. Hier bei der Rojacher Hütte wurde ich auf ein Schnäpschen eingeladen. Ich zweige hier bald vom Aufstiegsweg ab und gehe in den Talboden, der einst vom Gletscher gefüllt war. Am Rande des ehemaligen Gletschers stand die jetzt verfallene Goldgräberstadt. 110 Jahre ist es erst her, dass hier noch der Pächter Ignaz Rojacher nach dem Tauerngold geschürft hat. Rückblick auf den ehemaligen Gletscherboden. Es war eine sehr schöne Tour und ich bedauere es jetzt schon, dass es vorbei ist. Sehr schneller Abstieg
fast laufend, wieder am alten Rathaus vorbei, hinunter nach Kolmsee-Gurn. Nach 11 Stunden Rückblick auf die mächtige Nordwand des Sonnblicks und Heimfahrt.